Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Masterkiller. Wir spielen heute Escape from Tarkov und wir beschäftigen uns heute mit der Task Nummer 8 vom Prapor, und zwar Shacking up Teller. Die Quest ist eigentlich wieder recht einfach aufgebaut. Man muss hier was in dem Dorm Room 203, das ist ein dreistöckiges Gebäude, finden. Das ist quasi so ein Koffer, und dem Prapor einfach übergeben. Wir haben hier noch optional Gain Access zu Room 214. Das ist für die Leute, die den Schlüssel 203, ich meine allerdings, dass das nichts Besonderes ist, für die Leute aber, die den Schlüssel nicht haben und eventuell den Schlüssel 214 haben, das ist der Raum, wenn man in den Dreierdorms von der Hinterseite im zweiten Stock die Türe aufmacht, der erste abgeschlossene Raum rechter Seite. Und zwar steht da ein wie so ein Bettkästchen. Und da ist eine Taste drauf und da wäre der Schlüssel 203 drin. Also, falls jemand den Schlüssel nicht da hat und den 214er hat, könnte man das so noch besorgen, sich den Schlüssel. Ansonsten gibt es da, glaube ich, zu der Quest nicht viel zu sagen. So, wir kommen jetzt hier auf die Dorms drauf zu, von vorne. Den Scav, den haben wir jetzt mal eiskalt ignoriert. Mal schön gucken, Factory Key. Aber im zweiten Stock. So, hier habe ich mich jetzt natürlich wieder glänzend angestellt. Ups, und drüber. So, dann ist gleich der erste Raum links, den was man aufschließen muss. Man könnte natürlich auch von der anderen Seite kommen, also die Leiter außen hoch. Jetzt noch die Tasche durchsuchen, die hier drin ist. Katze, die bringt ganz gut Geld und die CPU auch. So, und der Quest-Item, der ist eigentlich ganz einfach. Hier unter dem Bett einfach kurz ein bisschen runterschauen. Und damit müsst ihr dann eigentlich nur noch Customs lebend verlassen. Wieder kurz und knapp das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr bitte wie immer einen Daumen nach oben geben, beziehungsweise den Kanal abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns dann spätestens bei der nächsten Quest. Bis später, ciao.